Auf einem höheren Berg über dem idyllischen Tal des Flusses Staunica gibt es einen Aussichtspunkt mit Blick auf das Pohorje-Gebirge, den nördlichen Teil der Region Slowenske Gorice und auf das Staunica-Tal bis über die Grenze zu Österreich. Dieses grüne Land, umgeben von fruchtbaren Weinbergen, ist die kleinere ländliche Gemeinde Sveta Ana. Das Zentrum der Gemeinde ist das Dorf Sveta Ana, das von weiteren kleinen Dörfern umgeben ist. Draženvrh, Frolech, Kremberg, Krivivrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrund, Zgornja Bačkova, Zgornja Ručica, Zgornja Štaunica und Žice. Alle Siedlungen können sich mit einer interessanten Geschichte und einer Vielzahl an Naturschönheiten und kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten rühmen. All diese Sehenswürdigkeiten schließen wir mit Erfolg immer mehr in das entstehende touristische Angebot des Ortes mit ein. Ein besonderes Siegel verleiht der Gemeinde die Pfarrkirche der Heiligen Anna, Cerkev Svete Ane. Die Kirche ist der wichtigste Sakralbau des Ortes. Diese wurde zwischen den Jahren 1693 und 1705 gebaut. Auf diesem Platz stand früher eine hölzerne Kapelle aus dem Jahr 1654. Kunstliebhaber können hier Sehenswürdigkeiten aus der Spätgotik in Slowenske Gorice entdecken. In der Kirche befinden sich drei Altäre. Der Hauptaltar stammt aus dem Jahr 1994 und ist die Arbeit des aus Maribor stammenden Bildhauers Josef Holzinger. Die Kirche der Heimsuchung Marias, Cerkev Marijinega Obiskovanja, steht im Dorf Rožengrund. Sie ist ein kleinerer Sakralbau, in dem noch heute jeden Sonntag die Heilige Messe gefeiert wird. Zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern zählt der evangelisch-lutherische Friedhof am Weg aus Zgornja Štaunica in Richtung der Kirche Sveta Ana. Den Friedhof haben zugezogene Protestanten aus Prekmurje im Jahr 1918 eingerichtet. Gut erhalten sind 15 Gräber mit eisernen und steinigen Grabmälern. Auf dem Friedhof befindet sich eine kleine Kapelle. Diese wurde im Jahr 1935 errichtet. Auch heute noch finden hier einzelne Beisetzungen statt. Auf dem Gebiet der Gemeinde Sveta Ana sind mehr als 40 Kreuze und Kapellen gut erhalten. Jede unter ihnen birgt ihre eigene Geschichte, wie zum Beispiel verschiedene Gelübde und Versprechungen von Einzelgängern, die sich damit während der schweren Kriegszeit oder Krankheit Hilfe erflehten. Besonders gegenwärtig ist die steinige Pestsäule Pomorski Križ im Dorf Krivi Vrh. Sie trägt die Jahreszahl 1637 und beweist, dass auch in unserer Gegend die Pest gewütet hat. Der Legende nach soll sich unter ihr ein Friedhof befinden. Reisende oder Wanderer, die der Weg oder die Lust auf Naturschönheiten und kulturgeschichtliche Sehenswürdigkeiten nach Sveta Ana führt, können auch auf dem markierten Naturlehrpfad spazieren gehen. Der Weg verläuft an den archäologischen Natur- und kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten vorbei, denn jeder Ort in der Gemeinde hat eine Besonderheit. Die Bewohner stellen sie mit großer Freude den wissensdurstigen Ortsfremden vor. Der Lehrpfad ist in Form von 16 Lehrpunkten konzipiert und dient als Ergänzung des schulischen Lehrplans. Er ist aber auch Spaziergängern zugedacht, die das Entdecken und Erforschen von unversehrter Natur und gut erhaltenem Erbe der Region Slowenske Gorice zu schätzen wissen. Die Familie Kolarić aus Sveta Ana hat eine ganz eigene achtungsvolle Beziehung zur Natur und ein liebevolles Miteinander entwickelt. Bei ihnen können wir in einem liebevoll eingerichteten Kräutergarten spazieren und uns in der Gesellschaft von hunderten Heilkräutern wohlfühlen. Von dem Duft aromatischer Gewürzpflanzen verführen lassen, dem lebhaften Vogelgezwitscher zuhören und den fleißigen Bienen zusehen.
Im Kräutererdbunker, der einfach Czajnica, also Teestube genannt wird, stellt die Familie Kolaric gerne die gesammelten Kräuter und aus diesem hergestellte Präparate vor. Auch die Eigenschaften und der Gebrauch einzelner Heilkräuter werden erklärt. Außerdem werden Sie mit dem Prozess von Sammeln, Pflücken und Trocknen der Pflanzen vertraut gemacht und können verschiedene frisch zubereitete Tees probieren und genießen. Den Kräutererdbunker kann man auch im Rahmen einer Wanderung auf dem Anna-Weg Aninapot besuchen. Aninapot ist Teil des Panorama-Grenzweges, der von der Koralpe bis Gornja Radgona verläuft. Auf dem Gemeindegebiet Sveta Ana endet der thematische Wanderweg. Hier findet jedes Jahr die jetzt schon traditionelle 1. Mai-Wanderung statt und von Jahr zu Jahr nehmen immer mehr Wanderer teil. Der Weg ist mit erkenntlichen Wegweisern markiert, die neben Natur- und Kulturwerten auch das reiche Angebot von Landesküche und Spitzenweinen aus unserer Gegend mit einbeziehen. Zu den archäologischen Denkmälern gehören in der Gemeinde Sveta Ana Grabhügel, die auch außerhalb der slowenischen Grenze eine Ausnahmeerscheinung sind. Auf dem Gebiet Sveta Ana befinden sich 7 Fundstellen mit 45 Grabhügeln. Einzelne Grabhügel wie auch ganze Gräberfelder sind der vorgeschichtlichen und der römischen Zeit zugeordnet. Auf dem schulischen Lehrpfad findet man den römischen Grabhügel Ketiševa Gomila. Der Volksüberlieferung zufolge soll unter ihm eine goldene Kutsche begraben sein. Der Grabhügel hat eine runde Form, einen Kreisdurchmesser von 12 Metern und ist 1,9 Meter hoch. Heute stehen die Grabhügel unter Kulturschutz und sind zu archäologischen Denkmälern mit lokaler Bedeutung erklärt. Eine von den wichtigeren Naturgegebenheiten ist der Fluss Ščaunica. Dieser entspringt im nordöstlichen Teil der Region Slowenske Gorice und ist der größte rechte Nebenfluss der Mura in Slowenien. In der Gemeinde Sveta Ana hat der Fluss ein gut erhaltenes natürliches Flussbett, das mit Bäumen und Gebüschen bewachsen ist. Der Fluss ist voller Leben und noch heute finden wir hier viele verschiedene Arten von lebenden Organismen. Viel bedeutender als die Zahl der Organismen sind die Arten, die auch im europäischen Maßstab selten sind. Den Fluss kann man auf vielen Holzbrücken überqueren. Eine von ihnen ist die sogenannte Breznikova bzw. Paulakova Holzbrücke in Zgornja Ščaunica, die Teil des Lehrpfades ist. Früher hatte der Fluss noch viel Wasser. Das Wasser trieb viele Wassermühlen an, die am Flussbett entlang standen. Heute steht und läuft im Tal der Ščaunica nur noch die Rožman-Wassermühle. Sie wurde über die Jahre hinweg mit immer modernerer Ausrüstung ausgestattet. In der Mühle können Sie beim Mehlmahlen zusehen. In der Ölmühle Kolaric in Žice können Sie das natürliche Verfahren der Erzeugung von Kernöl kennenlernen. In letzter Zeit führt die Ölmühle Kolaric auch das Kaltpressen ein. Jährlich stellen sie 60.000 bis 70.000 Liter verschiedener Öle her. Reines Kürbiskernöl, gemischte Öle, Salatöl und kaltgepresstes Kürbiskernöl. Die Öle werden in ganz Slowenien verkauft und auch an heimischen Kunden fehlt es nicht, die ihre eigenen geernteten Kerne zum Pressen in die Mühle bringen. Bei unserem Streifzug durch Sveta Ana können wir einen Besuch des Hofguts Simonic nicht auslassen. Hier werden hausgemachte und ganz besondere Kräuteressige nach natürlicher biotechnologischer Säuerung hergestellt. Im Tal des Flusses Ščaunica steht das Hofgut Grafonc als Beweis, dass hier einst charakterstarke Hausherren gelebt haben. Neben dem Bauernhaus steht ein gut erhaltenes Wirtschaftsgebäude mit einer alten Mühle und verschiedenem alten Bauernwerkzeug. Das Hofgut wurde im Jahr 1841 im charakteristischen steirischen Baustil gebaut. Es ist teils holzern, ebenerdig und unterkellert. Die traditionelle Zimmeranordnung wurde erhalten. Auf dem Hofgut befinden sich neben 2 Wirtschaftsgebäuden noch ein altes restauriertes Bienenhaus, ein Brunnen und eine hölzerne Toilette.
Das Hofgut Grafonsch öffnet seine Türen allen, die einen Schritt in die Vergangenheit gehen wollen, das gut erhaltene Erbe unserer Vorfahren kennenlernen möchten und den Puls des Bauernlebens aus längst vergangener Zeit fühlen wollen. Ein schönes Beispiel von gut erhaltenem Gebäudeerbe ist das Hofgut Kappel in Drangenberg. Das Merkmal des Hofguts ist ein hölzernes Haus, die Einwohner nennen es Zimpratscha, das im Jahr 1850 gebaut wurde. Im Haus befindet sich eine reiche Sammlung von alten Möbelstücken, Werkzeug und Maschinen, welche über das damalige Leben, Gewohnheiten, über die tägliche Arbeit und Schaffenskraft unserer Vorfahren aussagen. Die Familie zeigt ihnen auch, wie früher Schuhe angefertigt wurden. In Drangenberg ist das Hofgut Kappel aber nicht das einzig erhaltene ethnologische Denkmal. Nur einige hundert Meter weiter, in Richtung Zgornja Wilka, steht das Hofgut Perko. Der Stirngiebel des Bauernhauses ist mit einer Sonnenuhr und einer Nische, in der die Heiligenfigur Maria steht, geschmückt. Die Besonderheit dieses Hofguts sind eine massive hölzerne zweiflügelige Eingangstür und zweiflügelige Fenster mit geschmiedeten Gittern. Liebhaber von technischem Erbe haben die Möglichkeit, in Zgornja Szczaunica die noch immer tätige Mocznik-Schmiede zu besuchen. In der Schmiede finden wir einen Schmiedebalg, eine original geöffnete Feuerstelle, Ambosse und alle Werkzeuge, die ein Schmied für seine tägliche Arbeit gebraucht hat. Die Besitzer planen, die Schmiede neu zu beleben, um die Darstellung des früheren Schmiedehandwerks zu erhalten, das in der heutigen Zeit fast ganz von der Industrialisierung ersetzt wurde. In der Gemeinde Svetaana ist auch das Gesellschaftsleben gut entwickelt. Bei dem Eintritt in das erneuerte Gemeindehaus kommen wir zuerst in die Aula. Diese ist für verschiedene Kunstausstellungen, kleinere Veranstaltungen und letztendlich für Hochzeiten bestimmt. In den Kellerräumen befindet sich eine besondere Weintheke, die aus alten Backstein gebaut ist. In ihr finden wir heimische Spitzenweine von den Svetaana Weinbauern. Das ist ein Raum, wo sich nicht nur Weine wohlfühlen, sondern auch Gäste und Besucher, die ihn trinken. Vor der berühmten alten Kelter, die im Zentrum von Svetaana steht, wächst seit letztem Jahr eine Satzrebe. Diese stammt von der ältesten Edelweinrebe der Welt, die ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen ist. Sie befindet sich in Maribor am Lent und wächst und gedeiht dort schon mehr als 400 Jahre. Die Bewohner von Svetaana sind aber auch noch auf eine andere Weinrebensorte stolz. Die Weinrebe Postić soll ursprünglich aus Svetaana stammen. Ihren Namen bekam sie nach dem bekannten Önologen Franz Postić, der hier Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Ein großer Teil des gesellschaftlichen Lebens spielt sich auch im neu gebauten kulturtouristischen Zentrum ab. Auf 513 Quadratmetern befinden sich Räume für verschiedene Aktivitäten zahlreicher Vereine. Auch das touristische Informationsbüro und ein großer Gesellschaftssaal für touristische Veranstaltungen, Theateraufführungen, Marionettentheater, Konzerte, Vorlesungen und anderes sind hier zu finden. Im touristischen Informationsbüro wird für die Promotion der Gemeinde und dem ganzen Gebiet der Slowenske Gorice gesorgt.
Außer Kultur- und Natursehenswürdigkeiten bildet das touristische Angebot von Sveta Ana auch eine bunte Mischung von Gaststättenangeboten. Im Zentrum des Ortes steht das Gasthaus Eder Kramberger, das sich mit ausgezeichneter Kulinarik und einer langjährigen gastgewerblichen Tradition rühmen kann. Den Gästen steht ein hübsches Restaurant mit Sommergarten zur Verfügung, wo bis zu 150 Menschen Platz finden. Hier gibt es großzügige Landesküche und am liebsten werden Fisch- oder Wildfleischspezialitäten angeboten. Dazu werden Spitzenweine aus dem hauseigenen Weinkeller gereicht. Tourismus ist neben der Landwirtschaft die stärkste Erwerbstätigkeit der Gemeinde. Hier gibt es zahlreiche touristische Bauernhöfe und Ausschenke, die in den malerischen Dörfern von Slowenske Gorice liegen. Zu ihnen führen geordnete Asphaltstraßen mit gut markierten Wegschildern. Hier vorbei führen auch wunderschöne Spazier- und Fahrradwege und es gibt so einige Plätze, die das Herz zum Lachen bringen. Es werden ausgezeichnete Landesküche, Spitzenweine und hausgemachte Säfte angeboten. Während eines Besuches unserer Gemeinde können Sie Geist und Körper an so einigen Bauernhöfen stärken. Der Bauernhof der offenen Tür Gundel Schönwetter in Draženberg. Touristischer Bauernhof Baumann in Ledinek, Michelic in Rožengrund, Slaček in Zgornja Bačkova oder Senekovic in Frolech. Zur Weinverkostung laden herzlich Weinbau Hafner in Krivi Vrh, Weinbau Eder in Sveta Ana, Weinbau Gundel Schönwetter in Draženberg und der Ausschank Polic in Sveta Ana. Frische Luft, idyllische Lage, ausgezeichnete hausgemachte Landesküche, Spitzenweine und eine kleine Flucht aus dem Alltagsrummel sind nur wenige Gründe, um uns zu besuchen und einen oder mehrere Tage in den malerischen Dörfern unserer Gemeinde zu verbringen. Wir erwarten Sie.